Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch einen super Spot zeigen mit der Fandenkladung auf der Karte Firebase Z. Und zwar ist es der beste Spot mit der Fandenkladung. Und alles was ihr hierfür braucht, ist erstmal eine Waffe, die ihr schnell wechseln könnt. Ihr könnt auch das schneller Nachladen Perk nehmen, weil damit wechselt ihr eure Waffen auch ein bisschen schneller. Nehmt am besten noch eine zweite Waffe mit, sodass ihr zu einer anderen Waffe wechselt, anstatt zu euren Fäusten. So, wenn ihr dann die Fandenkladung habt, Leute, dann kommt hier nach oben am Spawn an die zweite Stufe. Hier steht euch dann hier hin und hier müsst ihr nun den Fanlink-Ladung Glitch machen. Ich zeige euch nochmal, wie das Ganze funktioniert, Leute. Also ihr drückt auf die Fanlink-Ladung und danach wechselt ihr eure Waffen, Leute. Und wenn ihr das richtig macht, habt ihr die Fernbedienung von der Fanlink-Ladung kurz in der Hand und danach aber direkt die Waffe. Wie ihr seht, seid ihr dann hier unten, dann fahrt unter die Treppe und lasst die Fanlink-Ladung explodieren und die ist jetzt für immer da unten. Diese Fernlenkladung kann gar kein Zombie kaputt machen, auch nicht die Feuerzombies oder der Mangler. Der einzige Weg, wie ihr diese Fernlenkladung kaputt machen könnt, ist durch eine Explosion, zum Beispiel durch Granaten. Und wenn ihr zum Beispiel die Munitionsmodifikation drauf habt mit der Schmetterexplosion und die Explosion dadurch auslöst, das macht die Fernlenkladung auch nicht kaputt, Leute. Also wirklich nur Granaten C4s oder Semtex oder ähnliches. So, ansonsten war es das mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle gerne ändern und die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.